Erstmal hallo an alle Freundinnen und Freunde und alle Passantinnen und Passanten. Wir machen hier nämlich eine barrierefreie Veranstaltung. Das bedeutet, dass eben auch Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetscher und Schriftdolmetscherinnen und Schriftdolmetscher zugeschaltet sind. Und um diese ganze Technik ans Laufen zu bekommen, ist es ein bisschen kompliziert und dauert noch ein bisschen. Also erzähle ich Ihnen erstmal was über die Behindertenrechtskonvention. Die ist, wie meine Vorrednerin schon sagte, 2009 in Deutschland in Kraft getreten. Und entgegen vieler Meinungen ist es nicht nur eine nette Empfehlung der Vereinten Nationen, sondern die ist rechtsverbindlich. Das ist geltendes Recht in Deutschland. Das wissen viele nicht, das wissen sogar einige Richterinnen und Richter nicht. Es gab vom obersten hessischen Verwaltungsgericht zum Beispiel mal ein Urteil, wonach gesagt wurde, diese UN-Behindertenrechtskonvention gilt in Hessen nicht. Da muss erstmal das Parlament zustimmen. Wir haben herzlich gelacht, weil wir fanden das unheimlich komisch, weil es ist totaler Unsinn. Aber das ist leider nicht komisch, weil so ein Urteil ist erstmal in der Welt und es bedarf vieler Richtigstellungen, bis dann auch alle Juristinnen und Juristen und Richterinnen und Richter wissen, dass das Unsinn war und dass die Wahrheit ist, die Behindertenrechtskonvention gilt. Und zwar hat die einen ungeheuren Erfolg. Niemand hatte damit gerechnet, dass so viele Staaten in so kurzer Zeit die ratifizieren, das heißt für sich als gültig anerkennen. Wir sind im Moment bei 190 Staaten, die die Behindertenrechtskonvention ratifiziert haben. Und das bedeutet, dass der prüfende UN-Ausschuss in Genf alle diese Staaten regelmäßig überprüfen muss. Damit ist er natürlich mit seinen paar Sitzungswochen pro Jahr maßlos überfordert, sodass sich das Ganze immer hinzieht. Aber Deutschland ist bereits einmal überprüft worden im Jahr 2015 und da sind doch viele Mängel festgestellt worden. Der Ausschuss hat dann hinterher die sogenannten abschließenden Bemerkungen, Concluding Observations, formuliert und das sind sozusagen die Hausaufgaben für Deutschland für die kommenden Jahre. Darin ist gefordert worden, ein wirklich inklusives Schulsystem zu installieren. Es sind sofortige Schritte zum Ausstieg aus dem Werkstattsystem gefordert worden. Also viele meinen ja, die Werkstätten für behinderte Menschen hätten eine gute Funktion, weil die behinderten Menschen dort aufgehoben sind und was zu tun haben. Aber es ist ein exkludierender Arbeitsmarkt. Und die Menschen, die dort zum Teil in Vollzeit arbeiten, verdienen nicht mehr als 200 Euro im Monat. Dafür würde kein normaler Mensch in Vollzeit arbeiten. Und wie gesagt, es ist exkludierend und insofern ist gefordert worden, es müssen Schritte unternommen werden, um aus diesem System auszusteigen. 300.000 Menschen in Deutschland, 300.000 behinderte Menschen in Deutschland arbeiten in diesen Werkstätten für behinderte Menschen. Sie machen zum Teil wertvolle Arbeit. Sie produzieren Autoteile für Mercedes, für VW, für BMW und sie verdienen eben nur etwa 200 Euro im Monat, zum Teil auch weniger. Und das geht nicht. Sie müssten mindestens den Mindestlohn bekommen und sie müssten mit anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammenarbeiten. Deshalb hat der Ausschuss in Genf gefordert, dass Deutschland aussteigen muss aus diesem System. Das Gegenteil ist der Fall. Was hat Deutschland als Reaktion gemacht? Sie haben erstmal ein Gesetz verabschiedet, was den Werkstätten für die nächsten 100 Jahre Aufträge sichert. Sie machen also das Gegenteil und sagen, ach, wir finden nicht, dass das exkludierend ist. Ich würde gerne mal die Parlamentarier und Parlamentarier, die sowas beschließen, sollten wirklich mal einen Monat in so einer Werkstatt arbeiten und dann auch 200 Euro dafür bekommen und mal sehen, ob sie dann immer noch meinen, das sei kein exkludierendes System. Ja, also mir fiel gerade irgendwie ein, ich habe mich gerade ein bisschen gelangweilt und dachte so, Mist, über wen ärgere ich mich eigentlich? Da fiel mir doch sofort Andreas Scheuer ein, unser Bundesverkehrsminister. Weil wir ja sozusagen im Bereich der Mobilität ja immer noch hinten dran sind, wir nicht den gleichberechtigten Zugang haben als Menschen mit sogenannten Mobilitätseinschränkungen. Ja, das heißt, bis zu 30% der Fahrgäste werden in Deutschland ausgeschlossen von diesem Verkehrssystem Bahn. Egal ob mit Rollstuhl, Kinderwagen, Rollator, wir sind wie Bittsteller, wir müssen, wenn wir sozusagen mit dem Fernverkehr fahren wollen, immer noch Stufenzüge überwinden. Und das aber auch nur dann zu den Uhrzeiten, wenn es der Deutschen Bahn passt. Und das ist so, die Deutsche Bahn ist an sich ein Privatunternehmen und Privatunternehmen haben wir ja noch nicht verpflichtet in Deutschland zur Barrierefreiheit. Aber das Gute ist, noch gehört 99% der Deutschen Bahn, der deutschen Bundesregierung, also dem deutschen Staat sozusagen.
Und dadurch kann aber das Bundesverkehrsministerium darauf hinwirken, dass die Deutsche Bahn endlich die Gesetze einhalten muss. Das tun sie aber nicht. Da sind irgendwelche Interessen dahinter. Entweder man will Geld sparen, weil es ist ja ein Privatunternehmen. Jedenfalls ist es so, dass wir vor 6 Uhr in der Regel nicht Bahn fahren dürfen. Das würde ich mal gerne allen Geschäftsleuten sagen. Sie dürfen erst ab 6 Uhr den Zug von Berlin-Südkreuz nach Frankfurt am Main nehmen. Dann kommen Sie eben dabei erst um 11 oder um 12 eben zu Ihrer Sitzung. Aber um 5.45 Uhr den Zug, den dürfen Sie nicht nehmen, weil erst um 6.10 Uhr das Bahnsteigpersonal Ihren Dienst anfängt. Und dann ist es so, dass wir uns einen schönen alten Lift an den ICE gestellt werden bekommen. Natürlich alles nur schön mit Anmeldung vorher, mit einem Formular ausfüllen, mit 76 Felder. Da müssen wir reinschreiben, wie schwer wir sind, wie breit unser Rollstuhl ist. Wenn alle Menschen so reisen müssten in diesem Land, ich glaube, da würden wir alle in irgendwelchen Autos sitzen. Also Verkehrswende geht irgendwie anders. Und das Bundesverkehrsministerium, Andreas Scheuer, hat auch noch so eine tolle Kampagne gestartet, indem man mit Behinderung droht. Ja, da gibt es so eine Kampagne, wo man Rollstuhlfahrer auf Plakaten sieht, wo dann eine Überschrift drauf ist, weil die andere ein Bier zu viel hatte. Da frage ich mich erstmal, warum hat eine Frau zu viel Bier getrunken? In der Regel trinken die Männer das Bier oder nicht. Aber sozusagen, da wird halt mit Behinderung gedroht und da werden Leute in Hilfsmitteln gezeigt, die auch überhaupt nicht die Lebensrealität abbilden. Denn das, was dort an Hilfsmitteln abgebildet ist, bekommen die meisten Menschen überhaupt nicht. Da gibt es keine Hightech-Prothesen und auch keinen Carbon-Rollstuhl. Da muss man mit den Krankenkassen kämpfen. Wie verrückt. Also das sozusagen, das ist eigentlich die letzte Legislaturperiode im Bundesverkehrsministerium gelaufen. Wir dürfen immer noch nicht dann Bahn fahren, wenn wir wollen. Der ÖPNV, obwohl er bis zum 01.01.2022 100% barrierefrei sein soll, wird nicht barrierefrei sein. In keiner einzigen Stadt wird es hundertprozentige Barrierefreiheit geben. Und es werden Kampagnen gefahren, die eher Behinderung als Drohung sozusagen ausstellen. Und das finden wir sehr schlimm. Wir wurden bei keinem Vorhaben bisher wirklich involviert. Es gab jetzt auch die Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes. Da wurde gesagt, okay, gut, wir wollen eine möglichst weitgehende Barrierefreiheit schaffen. Alleine schon die Wörter weitgehend und möglichst müssen aus allen Gesetzestexten herausgestrichen werden, weil das sind dehnbare Begriffe, das sind Euphemismen, das bringt uns gar nichts. Das ist so wie ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Stärken kann man stärken in die eine Richtung, man kann es aber auch abschwächen. Deswegen, wir wollen klare Gesetzesregelungen haben, ohne Schlupflöcher. Nochmal zur Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes. Da ist es so, dass erst Taxis im ÖPNV und auch andere Car-Ride-Pooling-Unternehmen, also Bergkönig und andere Unternehmen wie Uber, müssen erst ab Fuhrparks von 20 Fahrzeugen ein barrierefreies Fahrzeug vorhalten. Gucken wir uns mal den Taximarkt in Berlin an. Da sind fast 90% aller Taxibetriebe sind Ein-Personen-Unternehmen. Das heißt, es bringt gar nichts, sozusagen eine Regelung zu schaffen, wo man ein Fahrzeug auf 20 Fahrzeuge im Fuhrpark barrierefrei machen muss. Es wird sich nichts ändern. Da werden wir ebenfalls ausgeschlossen vom System, von anderen Verkehrsmitteln. Mobilitätswende sieht anders aus. Und von den ganzen E-Scootern, die hier als Spaßmobilität hier rumliegen. Ich bin vorhin vom Büro hierher, wir sind in der Leipziger Straße, hierher mit dem Rollstuhl so gefahren, wir mussten 3 E-Scooter vom Gehweg räumen, weil ich nicht durchgekommen bin. Und das war echt schrecklich. Also da sozusagen werden einfach Mobilitätskonzepte auf den Markt geworfen und es wird nicht gefragt, sozusagen, ob sie einen bestimmten Nutzerkreis behindern. Und wenn wir sozusagen nur eine Mehrheitsgesellschaft sozusagen in den Fokus nehmen und alle anderen ausblenden, dann ist es keine gute Menschenrechtspolitik, die hier durchgesetzt wird. Zu Scheuer und der Bahn noch. Ja. Wir haben uns ja im Schlichtungsverfahren mit dem Verkehrsministerium auseinandergesetzt und haben gefordert, dass Einstiegs- und Ausstiegshilfen zu allen Zeiten gewährt werden müssen, wenn solange Züge unterwegs sind, müssen wir auch die Möglichkeit haben, reinzukommen oder auch wieder rauszukommen. Denn Alex sagte eben, wir dürfen nicht morgens vor 6 Uhr Bahn fahren, aber auch abends sind wir eingeschränkt. An vielen Bahnhöfen ist ab abends um 18 Uhr eben auch kein Personal mehr da. Und wer kommt schon Punkt 18 Uhr irgendwo an? Und wenn ich dann erst um 22 Uhr oder um 23 Uhr irgendwo ankomme, heißt es, nein, das geht nicht. Da ist niemand mehr da, der sie rausholt. Ich habe schon manchmal da gedroht, ich würde dann eine Sternfahrt organisieren, dann ging es dann plötzlich. Aber das kann man ja auch nicht immer organisieren und machen.
Insofern müsste es ganz selbstverständlich sein, wenigstens mit Anmeldung, dass man zu allen Zeiten, wenn Züge fahren, die Ein- und Ausstiegshilfe bekommt. Also haben wir ein Schlichtungsverfahren angestrengt, was sich über 4 Jahre hinzog. Dann war es endlich gescheitert. Das bedeutet aber, wir müssen ein Schlichtungsverfahren vorschalten, ehe wir endlich klagen können. Jetzt können wir klagen und wir werden klagen gegen das Verkehrsministerium und gegen die Bahn und hoffen, dass dann die Richter das so sehen, wie wir das auch sehen und die Gesetze richtig interpretieren, sonst müssen wir denen auch noch ein bisschen helfen und dass sie eben entscheiden, dass die Deutsche Bahn wirklich menschenrechtskonform uns als gleichberechtigte Passagiere behandeln muss, sodass, wenn wir ein gültiges Ticket haben, wir dann auch mit dem Zug fahren können und zwar zu allen Zeiten, wenn Züge fahren. Scheuer ist nun ganz schrecklich, aber es gibt noch andere schlimme Minister. Nehmen wir doch Herrn Spahn mal ins Visier. Also den kennt ja auch jeder, unser Gesundheitsminister. Jens Spahn nennt er sich. Also, Jens Spahn ist jetzt ja spätestens in der Corona-Politik jedem bekannt geworden. Und dass es mit Demokratie nicht immer so hält, wissen wir auch. Das Schlimme aber ist, was er schon vorher betrieben hat, vor Corona, dass er die Privatisierung des Gesundheitswesens vorantreibt. Selbst jetzt in der Corona-Krise, wo es immer darum ging, die Auslastung der Intensivbetten, wann ist die Kapazitätsgrenze des Gesundheitswesens erreicht? Wann können Intensivstationen keine Patienten mehr aufnehmen? Wann geraten Leute wirklich in Lebensgefahr, weil eben die Intensivstationen überfüllt sind? Selbst in dieser Zeit sind Kliniken geschlossen worden. Und das ist das Konzept von Jens Spahn, nämlich das Gesundheitswesen ist nicht primär da, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, sondern das Gesundheitswesen ist primär da, um Profit abzuwerfen. Und das ist der falsche Ansatz. Das ging schon im Jahr 2003 los, da war, glaube ich, Jens Spahn noch nicht dafür verantwortlich, aber da ging es mit den Fallpauschalen los, dass eben pro Krankheit, pro Diagnose eine gewisse Fallpauschale gezahlt wird. Und damit haben Kliniken sich spezialisiert auf die Erkrankungen oder chirurgischen Eingriffe, die besonders viel Geld abwerfen. Zum Beispiel Knieprothesen einsetzen, künstliche Hüftgelenke einsetzen und dafür zum Beispiel die Rehabilitationsabteilung abschaffen. Das ist aber nicht im Sinne der Menschen, die mit gesundheitlichen Einschränkungen leben, sondern es ist im Sinne derjenigen, die an dem Konzert Geld verdienen. Und es geht nur ums mehr Geld verdienen und nicht primär um die Gesundheit. Und das ist ein schlechtes Gesundheitswesen. In einem guten Gesundheitswesen müsste es darum gehen, das Höchstmaß an erreichbarer Gesundheit für alle Menschen zu haben. Egal, ob sie privat versichert sind oder in einer gesetzlichen Krankenversicherung. Egal, ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht. Egal, ob sie alt oder jung sind. Egal, ob Mann oder Frau, ob Vorerkrankung oder nicht. Alle müssten so versorgt werden, dass das Höchstmaß an erreichbarer Gesundheit wirklich auch erzielt wird. Und nicht das Höchstmaß an Profit für die Kliniken, für die Ärzte, für die im Gesundheitswesen Tätigen. Uns fallen natürlich noch ganz andere Ministerien ein. Also es ist ja so, dass generell die ganze Behindertenpolitik ja über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ja abgewickelt wird. Das heißt, nur die sind für uns sozusagen Ansprechpartnerinnen, aber alle anderen Ministerien haben eigentlich die gesetzliche Verpflichtung dazu, auch Barrierefreiheit und Behindertenpolitik als Querschnittsthema bei sich mit aufzunehmen. Also sitzen wir sozusagen in der Regel eigentlich nur mit dem Sozialministerium zusammen. Und man kann, also eigentlich können die uns ja schon fast leid tun, weil die sozusagen immer alle Dresche abkriegen, zu Recht natürlich auch. Aber alle anderen Ministerien, wie das Verkehrsministerium, das Innenministerium, das Kanzleramt auch, die uns sozusagen in Gesetzesvorhaben nicht wirklich mit einbeziehen, schieben sozusagen immer alles dem Sozialministerium zu. Und das muss endlich aufhören. Alle Ministerien müssen begreifen, dass sie sozusagen Barrierefreiheit und Behindertenpolitik bei sich mit integriert haben und nicht einfach immer alles abschieben und sagen, nein, das geht uns nichts an. Das Wirtschaftsministerium, wir haben von denen nicht eine E-Mail bekommen, als es um das barrierefreie Stärkungsgesetz ging. Und ich meine, das ist ein Verbrauchergesetz, ein Verbraucherinnengesetz.
Das Wirtschaftsministerium und Herr Altmaier hat uns nicht einmal mit einbezogen. Es gab da keinen Kontakt hin. Und die sind ja nun wahnsinnig wichtig eigentlich gewesen. Und es kann nicht sein, sozusagen, dass wir immer nur in irgendein Ressort abgeschoben werden, wo wir dann mit den ganzen Tag zu tun haben. Aber alle anderen Ministerien drehen uns den Rücken zu. Und das finden wir echt schlecht. Ich sag's mal nett. Eigentlich muss man sagen, das ist scheiße. Ja? Und deswegen, liebe Ministerien, Landwirtschaftsministerium, Innenministerium, was gibt's noch alles Schönes? Justizministerium, Verkehrsministerium, was haben wir noch alles Schönes? Frauen und Familien, genau, richtig. Das Familienministerium, das ist auch ein ganz tolles Ding. Das kennt zum Beispiel nämlich, das hat nämlich einen Rechner mit dabei. Auf der Internetseite, da kann man so Hilfestellungen für Eltern und Familien anklicken. Es gibt seit vielen Jahren schon das Instrument der Elternassistenz. Das heißt, behinderte Menschen, die Eltern werden, können eine Assistenz beantragen und können die bekommen, um die alltäglichen Sachen im Leben mit dem Kind gemeinsam zu gestalten, als reine persönliche Assistenz für das Kind. Für mich als Eltern. Also Beispiel, Kind will auf das Klettergerüst klettern, ich kann mit dem Rollstuhl nicht in den Sandkasten, weil der Spielplatz ist natürlich nicht barrierefrei. Kann also die Elternassistenz mit dem Kind zum Klettergerüst gehen und gucken, dass das Kind nicht runterfällt. Wenn ich aber sage, so 12 Uhr, Mittagessen, bring mir mein Kind wieder her, dann geht's wieder nach Hause. Das ist Elternassistenz. Und das kennt das Bundesfamilienministerium anscheinend auch nicht, weil es in keiner ihrer ganzen Broschüren auftaucht. Und das ist sehr ärgerlich. Also gerade das sozusagen, um niedrigschwellig die Menschen zu informieren, wird es überhaupt nicht aufgeführt. Es gab sogar auch mal eine Hotline, wo sich Kinder hinwenden können, wenn sie ihre Eltern pflegen müssen sozusagen. Da haben wir gedacht, warum? Warum wird nicht auf das Modell der Elternassistenz hingewiesen? Nein, da werden Kinder zu einer Hotline gelockt, wo sie erfahren, wie sie ihre Eltern noch besser pflegen können. Das kann nicht Sinn und Zweck sein und deswegen Appell an alle Ressorts, an alle Bundesministerien, begreift endlich, dass Barrierefreiheit und Behindertenpolitik auch in euer Ressort fällt. Zu dem BMFSFJ, Bundesministerium für Familie, Jugend, Frauen und Senioren noch. Gerade in der Corona-Zeit hat ja die häusliche Gewalt zugenommen, weil die Leute auf engem Raum zusammengepfercht waren, nicht raus konnten, nicht ihrer normalen Arbeit nachgehen konnten, keine Kontakte hatten. Da haben Frauen und Kinder darunter gelitten, die Zunahme an häuslicher Gewalt ist inzwischen auch in Studien bestätigt. Aber die Frauenhäuser, die Frauenzufluchtsstätten sind in der Regel nicht barrierefrei. Gerade behinderte Frauen, das haben auch Studien ergeben, sind 2 bis 3-mal häufiger von sexualisierter Gewalt oder Gewalt generell betroffen als nicht behinderte Frauen. Und deshalb wäre es ganz wichtig, dass Frauenhäuser, Frauenzufluchtswohnungen, Frauenzufluchtsstätten oder auch Frauenberatungsstätten barrierefrei zugänglich sind. Dass dort eben auch Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung steht, Informationen in leichter Sprache oder einfach die Räumlichkeiten barrierefrei sind. Und das ist in den seltensten Fällen der Fall, weil diese ganzen Frauenprojekte viel zu wenig Geld haben. Jetzt hat unsere ehemalige Frauenministerin Giffey tatsächlich doch bundesweit 1 Million Euro in den Haushalt gestellt, um Frauenhäuser barrierefrei zu machen. Sie können sich vorstellen, wie viel Barrierefreiheit man dafür bundesweit bekommt. Das ist nicht sehr viel. Wir haben allerdings kein Problem damit, die Lufthansa mit ein paar Milliarden zu stützen. Aber gegen Gewalt gegen Frauen, da ist nur eben gegen behinderte Frauen, sind nicht mehr als ein paar Peanuts für übrig. Und das zeigt den Stellenwert von Behindertenleben in Deutschland, wie es eben von der Politik generell eingeschätzt wird. Die Lufthansa muss auf alle Fälle gerettet werden und wenn sie unsere Umwelt noch so verpestet. Aber wenn behinderte Frauen Gewalt erfahren, das ist ja bedauerlich, aber kann man auch nicht so viel machen. Und das muss sich ändern, das muss sich dringend ändern mit einer neuen Bundesregierung.